Dein Befehl? Einverstanden. Fragen über Fragen. Also ja, alles weiß ich leider nicht mehr aus diesem Spiel. Ich kenne nur die Hauptstory noch. So kleine Nebensachen, da kann ich mich nicht mehr ganz so gut daran erinnern. Oh, der Mythos. Seid gegrüßt, ich bin Knochentänzer Mythos. Ich muss euch loben für eure Bemühungen, hier hereinzukommen. Eure Aussage ist bemerkenswert, um es mild auszudrücken. Nun verratet mir, warum ihr hier seid. Ich suche das Böse, das Kuldaha quält. Könntet ihr es sein? Ihr meint das kleine Dorf unter dem großen Baum? Nein, mich interessiert nur, was innerhalb dieser Mauern passiert, nicht außerhalb. Ich schlage vor, ihr sucht woanders weiter. Wenn ihr nicht verantwortlich seid, wer dann? Ich habe keine Ahnung, was außerhalb dieses Pals passiert, interessiert mich nicht. Wieso sollte ich glauben, dass ihr unschuldig seid? Unglaublich, ihr kommt hierher, tötet meine Wächter, steht die Schlüssel zu dieser Gruft, brecht die Siegel dieser Türen und zweifelt nun an meiner Unschuld? Mit welchem Recht? Ich komme in Auftrag der Stadt Kuldaha, um die Herkunft des Bösen zu finden, die böse ins Land hereingebrochen ist. Ah, ich verstehe. Und wer in Kuldaha schreibt diese Tat in diesem Tal zu? Oder dieser Gruft? Mit welchem Recht schicken sie euch hierher mit einer Genehmigung zu töten, plündern und zu zerstören? Es ist das Recht eines jeden Volkes, sich vor einer drohenden Gefahr zu schützen. Es spielt keine Rolle, wer mich geschickt hat. Ich muss diese Gruft erkunden. Gebt ihr eure Einwilligung. Nehmen wir die 1. Drohende Gefahr, wovon redet ihr? Diese Wächter sind ja Jahrhunderten hier und haben noch niemandem etwas getan. Worin besteht eurer Meinung nach die Bedrohung? Eines interessiert mich, Mythos. Warum muss eine Gruft eigentlich so gut geschützt werden? Ist sie vielleicht doch mehr, als man auf den ersten Blick vermutet? Pah, was für ein Unfug. Ihr versucht eure leichtfertige Handlung zu rechtfertigen durch eine vermeintliche Bedrohung, die gar nicht existiert. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Warum muss diese Gruft so gut geschützt werden? Aus dem einfachen Grund, dass dieser Schutz zur Verfügung stand. Als Anhänger des Glaubens hatte jener, der hier begraben wurde, Zugang zu Knochentänzern. Also hat er sie eingesetzt. Hier gibt es nichts Bedrohliches vor sich. Das verstehe ich nicht. Was ist ein Knochentänzer? Ein Knochentänzer, wie ich es einer bin, ist ein Diener Myrkuls. Unsere Pflicht ist es, Totenwächter zu erwecken, damit sie die heiligen Stätten unseres Glaubens beschützen. Ich war es, der die Wächter dieser Gruft erweckte. Ich verstehe. Ich möchte euch bitten, mir zu erlauben, diese Gruft näher zu erkunden, Mythos. Nein, es ist verboten. Im Übrigen habe ich sowieso schon lange genug mit euch geredet und meine Pflicht vernachlässigt. Ich verlange, dass ihr die Schlüssel herausgebt, die noch im Besitz sind und diesen Ort verlasst. Ich fordere euch nicht ein zweites Mal auf. Mythos, versucht die Sache vernünftig zu regeln. Ihr kann nicht guten Gewissens von ihr fortgehen, ohne die Gruft gründlich untersucht zu haben. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Nein, das können wir nicht. Ihr habt eure Aufgabe und ich habe die meinen. Dieser Konflikt war unvermeidbar. Wächter zu den Waffen. Ja, ihr habt versucht, mit Mythos zu reden und ein Blutvergießen zu vermeiden. Das soll es wohl so sein. Hey, Stufenaufstiege. Können wir gleich mal machen. ETW. Handauflegen um 2 erhöht. Gut. Stufenerhöhung. ETW. Zusätzliche Trefferpunkte. Sargkunde. Mhm. Ja. Es soll geschehen. Ich mach so schnell aus wie möglich. Oh, hier zaubert einer. Ist etwas nicht in Ordnung? Vita Mortis. Was ist los? Mit Vergnügen. So, du suchst mal nach Fallen. Cupid.
So. Sag, was du von mir willst. Ich mach so schmerzlos wie möglich. Ja? Was hat er da gezaubert? Stille. Ah. Wie kann ich helfen? In Ordnung. Oh, eine erstklassige Streitaxt. Mal gucken, wie viel die wert ist. Und ein erstklassiger Morgenstern. Wer hat den jetzt? Wer hat den Morgenstern? Brauchst du mich? Dein Befehl sofort. Wie lautet deine Aufgabe? Sehr gut. Ja, mal gucken. Pflegel Morgenstern. 2W4. Achso, das ist ein Streitkolben plus 1 sogar. Der macht 1W6. Also 3 bis 8 Schaden. Und der macht 2 bis 8 Schaden. Hm. Schade darum. Ja. Und trotzdem Geld ist Geld. Sag, was du von mir gewiss. Und da finden wir natürlich noch einen Kriegshammer. Plus 1. Der allerdings nicht viel taugt. Leider ganz ehrlich ausgedrückt. Wie kann ich helfen? Weiter! Woran hast du gedacht? So. Wenn man es sich ansieht, geht es hier geradeaus. Hier gibt es einen Bereich und hier gibt es einen Bereich. Ich tu's. Myrkuls gesandtes Ich unverletzt. Dein Befehl? Mögen die Götter euch gnädig sein. Ich höre. Ist etwas nicht in Ordnung? Ich mach so schmerzlos wie möglich. Ja. Okay. Kann ich helfen? Da brauchen wir wieder das da. Worum handelt es? Gern geschehen. Sag, was du von mir willst. Hand auflegen. Brauchst du mich? Puh. In Ordnung. Ein Ring. Ring der Schatten. Der ist supi, also kann nicht durch magische Mittel wieder sichtbar gemacht werden. Und im Schatten verstecken plus 15. Dieser schlichte Silberring wurde von den Priestern des Musk für ihre großzügigeren Anhänger angefertigt. Im Gegenzug dafür mussten Diebe, die sich den Ring ausliehen, einen Teil ihres gestohlenen Geldes an die Kirche des Musk abführen. Der Ring verschwand aus dem Besitz der Kirche, als ein undankbarer Dienst namens Jennik sich mit dem kostbaren Gegenstand auf- und davon machte. Die Kirche des Mast setzte daraufhin Meuchelmörder auf ihn an, doch er wurde nie gefasst. Angeblich hat Jennik sich in Tiefwasser zur Ruhe gesetzt und bis zu seinem Tod in Frieden gelebt. Perfekter Ring. Also sie ist jetzt unauffindbar. Oder nicht auffindbar. Was?
Mit Vergnügen. Brauchst du mich? Was ist deine... Wie lautet deine Aufgabe? Heiß sie mal. Mortis. Wie kann ich helfen? Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Auf in den Krieg! Den Specker. Dein Befehl? Vorwärts! Sie hat noch einen Platz frei. Sag, was du von mir willst. Sofort! Wie kann ich helfen? Es soll geschehen! Ja. Dies ist die Statue eines Skeletts, das in eine dicke schwarze Robe mit Kapuze gehüllt ist und eine Sense hält. Das Gesicht unter der Kapuze sieht feinig und schuppig aus. Die Augen sitzen tief in den Höhlen und funkeln schwach, kalt und böse. Ich wollte gerade sagen, wir können im Schutze dieser Statue vielleicht rasten. Vita Mortis. Dein Befehl. Einverstanden. Auch wenn wir gerade Mirkuls gesandtes Ich, also Mirkul ist der... Oh, puh, ich weiß gar nicht, welchen Tag haben wir denn. Tagebuch. 1281. Wann ist Mirkul gestorben? Ja. Also ich weiß nicht, ob Mirkul zu... Wer müsste zu diesem Zeitpunkt noch der Gott der Toten sein? Sag, was du sofort. Ich höre. Ist das alles? Okay, Falle. Wie kann ich... In Ordnung. Was? Jawohl. Okay. Dein Befehl. Was ist los? Ist das alles? Skelettbogenschütze mit Schleuderkugeln. Kugeln plus eins. Ja. Und ja, es dauert auch nicht mehr lange. Da brauchen wir Munition. Woran hast du gedacht? In Ordnung. Ich werde tun, was ich kann. Sag, was du von mir willst. Ich höre. In Ordnung. Wow. Aua. Ja? Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut. Euer Ende ist nah. Gott. Wie kann ich helfen? Weiter! Bereit zu neuen Taten, wenn es dein Wunsch ist. Wie gesagt, die Bögen nehmen wir. Pfeile. Auch mal nicht schlecht. Kompositlangbogen, Kurzbogen. Hammerwurfpfeile, okay. Noch mehr Kugeln plus eins. Wir hatten hier eigentlich nochmal die höchste Sagenkunde. 13. 19. Also ja, wenn sie es nicht identifizieren kann auf Anhieb, kann es keiner. Auch wenn ich genau weiß, dass das Pfeile plus 1 sind. Oh nö, die Mumie. Dein Befehl? Es soll geschehen. Eine Mumie ist nicht gut. Ja, es soll geschehen. Warte, wer hat den größten die höchste Rüstungsklasse? Das ist sie und sie wird trotzdem ziemlich häufig getroffen. Sag was gewiss. Wie kann ich helfen? Weiter. Er sollte... Ah ja, er ist immun gegen Gifte, also. Euer Leben ist verwirrt! Worum handelt es sich? Brauchte wird erledigt. Ah!
ja, Mumien kann man auch leider nur durch magische Waffen verletzen. Kann ich helfen? Sofort. Kann ich helfen?